Na, wie geht's, wie steht's? Wir nach Steffi gehen, denn sie streamt das geile Zeug, was woanders nicht mal läuft. Oh, 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 oh. Also einschalten. Und Hallöchen, Petra. Und Hallöchen, Noctis. Ich habe jetzt die Diamond-Pending-Benachrichtigung, also dass sie jetzt auch abgespielt hat. Und jetzt hatte doch Hallo Steffi geschrieben das erste Mal jetzt im Chat von deiner Seite aus. Alles andere hat er mir jetzt im Vorfeld nicht angezeigt. Tut mir leid, Petra. Also MacDirk hatte mir als erstes angezeigt mit dem Dance Benny Hindle Sound. Und dann kam ja auch danach kurz dein Diamond-Pending-Sound. Mehr hat er mir bis jetzt nicht angezeigt. Und dann halt noch das sein Airhorn und jetzt laut deine Nachricht.
Nee, ich glaube, ich muss nochmal entweder mein Headset leiser stellen oder das Spiel, weiß ich nicht, aber ich glaube, das Spiel nicht. So. Ich glaube, das war nur mein Headset. Halt! Wer ist da? Dein Auftritt. Mit Viereck führst du einen Angriff aus. Halte Viereck gedrückt, um einen Flächenangriff auszuführen, der Gegnern im Umkreis Schaden zufügt. Eindringlinge, keine Bewegung! Mann, warte. Stufe aufgestiegen, so schnell ging es. Null. Das ging ja schnell. Okay. So, können wir auch looten? Nee, ne? Zur Hölle! Halt! Stehen bleiben! Wir zählen auf dich. Deine ATP-Leiste lädt sich mit der Zeit automatisch auf. Du kannst diesen Prozess allerdings auch beschleunigen, zum Beispiel indem du Gegner mit Viereck attackierst. Maximal können 2 ATP-Einheiten aufnehmen. Okay. Wenn deine ATP-Leiste ausreichend gefüllt ist, kannst du Fertigkeiten Magie und Gegenstände einsetzen. Dabei werden abhängig von Kommando 1 bis 2 ATP-Einheiten verbraucht. Das Kommando-Menü wird mit X aufgerufen. Aha, okay. Aha. Gut, haben wir hier noch was? Außerhalb von Kämpfen kannst du jederzeit das Hauptmenü oder die Karte öffnen und die zahlreiche Informationen ansehen. Drücke Option, um das Hauptmenü zu öffnen, deine nächste Missionaufgabe und die Karte werden angezeigt, wenn du das Touchpad drücken musst. Okay. Oh. Wenn du die Stellen mit dem Symbol näherst, führt dein Charakter automatisch Aktionen wie Springen oder Küchen aus. Okay. Darf ich jetzt weitermachen? Danke. Okay, fertig. Was spielen wir jetzt? Wir spielen Final Fantasy VII Remake. Spielen wir aktuell. Dafür wurde ja im Discord gestimmt. Hat gewonnen mit 3 Stimmen. Und ja, dementsprechend spielen wir das jetzt. Nach Saints Row. Saints Row ist ja jetzt von der Story her durch. Blocken und ausweichen. Du kannst gegnerische Angriffe mit R1 blocken und ihn mit Reis ausweichen. Erfolgreiches Blocken mindert nicht nur den erlittenen Schaden, sondern lädt auch die aktive Leiste auf. Sofort ergeben! Ich muss mir den Rücken frei halten. Bett. Der Zeiger ist weg, los! Es freut mich sehr, dass du da bist. Auch danke, keine, das ist lieb von dir. Ich freue mich auch, dass du da bist, Peter. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Durch Drücken von Dreieck kannst du zum Beispiel Kisten öffnen und mit Personen sprechen. Ah, wir dürfen doch looten. Yeah. Wenn der Hinweis halten erscheint, musst du die Taste länger gedrückt halten, um die Aktion auszuführen. Wie war dein Tag heute? Ja, mein Tag war soweit ganz in Ordnung. Ja gut, Theorie ist halt immer ein bisschen langweilig, ne? Aber sonst war ganz in Ordnung. Ich hoffe, euer Tag war auch in Ordnung, also dein Tag und von den anderen. Ich hoffe, ihr hattet auch einen schönen Tag. Im Hauptmenü kannst du das Inventar und den Status deiner Charakter überprüfen, sowie Spielstände speichern und laden. Alles klar.
ist denn die Karte? Ich denke, wir haben eine Karte. Oder ist sie noch nicht da? Hm. Ach nee, die Karte war so, ne? Ach so, ja, okay. Alles klar. Okay. Mein Tag war schön. Ich habe ein neues Bild angefangen. Ah, cool. Ein etwas größeres oder ein kleineres? Wenn du auf Frachtkisten von Schienen stößt, solltest du versuchen, sie mit Viereck zu zerstören. Manche der Kisten erhalten Heiltränke oder Magnete, mit denen du deine MP nehmen kannst. Weiß ich noch nicht. Naja, das geht ja noch, ne? Das ist ja jetzt nicht allzu groß, aber auch nicht allzu klein. Und? Erklärst du mir jetzt endlich, was ein Soldat bei uns wäre? Schmeißt er seine Karriere für uns hin? Wie hieß er gleich? Sein Name ist Cloud Strife. Oh. Und ja, den Job hat er hingeschmissen. Bei Missionen wie dieser hier kann ein echter Profi im Team nicht schaden. Ich beschwere mich nicht. Denk nicht, ich wäre einer von euch. Wenn das vorbei ist, bin ich weg. Nicht gerade ein Sonnenschein. Aber dafür ziemlich hübsch. Oh. Hab ich das wieder. Hey, so einem Gesicht immer doch. Und was stimmt mit meinem Gesicht, nicht? Wo soll ich da nur anfangen? Schon gut, behalt's für dich. Wenn du mich fragst. Tu ich aber nicht. Auf dich können wir uns echt voll verlassen, oder? So, was soll ich jetzt machen? Dastehen und Däumchen drehen, oder was? Ah ne, ich soll mit dem Typen reden. Du würdest wohl kaum so viel riskieren, wenn du nur auf die paar Gil aus wärst. Du bist wie wir. Dir geht es doch auch um das Wohl unseres Planeten, nicht wahr, Cloud? Nicht wirklich. Er tut mir ja schon ein bisschen leid, ne? Er versucht gerade so eine Art Freundschaft aufzubauen. Und Cloud sagt einfach, nö, lass mich in Ruhe. Komm jetzt. Oh. Er kann einen ja schon richtig leid tun, ne? Der Arme. Du kostest uns viel. Hoffentlich bist du es wert. Also ich nehme mal an, da hinlaufen, wo die anderen auch hinlaufen. Ne? Mit R3 hast du die Möglichkeit, einen einzelnen Gegner als festes Ziel zu bestimmen. Okay. Los, Fresse! Es ist vorbei! Na dann. Keine Chance.
Hab alles im Blick. Verdammt! Wie war das? Ich hab alles im Blick. Weiter geht's. Aber das sind keine normalen Hunde. Da hat er mir eben gerade eine Minikarte angezeigt. Ist ja geil. Ich finde deine Musik sehr laut heute. Loyale Soldaten Moment. Wie du, die. Stell dich gleich ein. Ungeziefer vom Hals halten. Sicher nicht dein erster Reaktor. Also bring mich zur Brücke, wo sie das Mako sammeln. Hast du deine Zunge verschluckt? Kuschst wohl immer noch vom alten Herrchen, was? Erbärmlicher Schuss und... Aber stell dich ruhig quer! Wir ziehen das mit oder ohne dich durch! Die Mako-Reaktoren sind von Baujahr zu Baujahr verschieden. In so einem war ich noch nicht, aber ich finde mich schon zurecht. So, warte mal, ich, versucht das Ganze mal ein bisschen runter zu regeln. Ich hoffe, das funktioniert. Hintergrundmusik machen wir mal auf 5. Wir können es ja immer noch höher stellen, ne? Soundeffekte machen wir auch mal auf 5. Sprachausgabe machen wir mal auf 6. So, müsst ihr mal kurz sagen, ob das jetzt immer noch so laut ist oder ob es jetzt geht von der Einstellung, ne? Immer mit der Ruhe. Ha, geschafft! Was zum... Die Tür! Hey! Wollte ich auch gerade sagen. Cloud Spezialfähigkeit Haltungszwecke. Wenn du Dreieck drückst, führt dein Nachtiger gerade seine Spezialfähigkeit aus.
Cloud wechselt mit Dreieck aus seiner fliegenden Armorenhandlung in die Offensivhaltung. Diese ermöglicht stärkere Angriffe auf Kosten der Defensive. Probier es am besten gleich nur einmal aus. Nur einer? In seiner Offensivhaltung bewegt Cloud sich langsamer, kann dafür aber stärkere Angriffe ausführen. Außerdem ist es möglich, geblockte Nahkampfangriffe zu kontern. Allerdings kann Cloud in der Offensivhaltung keine Distanzangriffe oder Magie blocken. Durch Ausweichen wechselt Cloud automatisch zurück zu euren. Das wird ein Klacks! Genug! Ich finde es besser. Okay, super. Ja, wie gesagt, ich hatte noch nicht groß Einstellungen gemacht, weil ich nur nicht wusste, was auf mich hier genau zukommt. Deswegen verlasse ich mich da auf euch. Wenn ihr sagt, das ist euch zu laut, dann ist es kein Problem, da nochmal schnell ins Menü reinzugehen und einzustellen. Nicht dafür, nicht dafür. Wie gesagt, ich möchte ja nicht, dass euer Trommelfell weggeblasen wird durch den Lautstärke. Ne? Also, alles gut. Die Codes hat uns jemand aus der Splittergruppe zugespielt. Na, im Grunde sind wir gegangen. Es gab da ein paar Differenzen. Ha, Kinderspiel. Dann haut mal rein. Ich passe hier auf. Loot tut immer gut. Du bist mit Tifa befreundet? Geht mich ja eigentlich nichts an, aber wie gut befreundet? Boah, ernsthaft? Will die denn alles wissen? Du sollst doch gleich nach einer Handynummer fragen. Echt, ey. Hey, Cloud! Ich rede mit dir! Ich aber nicht mit dir. Muss das sein. Ich bin heute ein bisschen fies angestellt. Dieses Ungeziefer da auf ihrem Bildschirm nennt sich Avalanche. Allerdings können wir noch nicht mit Sicherheit sagen, ob es dieselbe Gruppe ist, die damals das Attentat auf sie verübt hat. Die Untersuchungen laufen. Schon bald wissen wir sicherlich mehr. Während wir essen, während wir seelenruhig schlafen, die gesamte Zeit über saugt diese riesige Pumpe das Makro aus unserem Planeten. Ohne Rücksicht, ohne Pause! Mann, du denkst wohl, das wäre egal. Marco ist der Lebenssaft des Planeten. Ganz ähnlich wie das tiefrote Blut, das in unseren Adern fließt. Schnallst du nicht? Was passiert, wenn Shinra so weitermacht wie bisher? Du hörst wohl die Schreie des Planeten nicht, du herzloser Großkotz! Kannst du sie denn hören? Und ab! Dann geh zum Arzt. Dir zeig ich's! An deiner Stelle würde ich mich lieber um mein eigenes Leben sorgen. Überlass das Schreien doch dem Planeten.
Jetzt gilt äußerste Vorsicht. Alles, was auch nur irgendwie verdächtig erscheint, wird abgeknallt. Ist das klar? Das sind automatische Mittelstreckengeschütze. Mit deinem Schwert kommst du da nicht weit. Also lass ihm seinen Auftritt. Dann mach dich mal nützlich. Ja, ich glaube, die werden noch richtig gute Freunde, die beiden. Barrett ist auf Distanzangriffe spezialisiert. Wenn du Vierecke drückt hältst, feuert er mehrere Schüsse hintereinander ab. Wechsel zu Barrett, wenn du aus sicherer Entfernung angreifen möchtest oder der Gegner mit einer Nahkampfwaffe nicht zu erreichen ist. Okay. Weg da, wo dein Schwert nicht drankommt, übernehme ich. Das erledige ich im Arm und Bane. Auf die Trend! Barrett führt mit Dreieck einen mächtigen Feuerstoß aus, der die ATP-Leiste stark auflädt. Die Spezialfähigkeit hat allerdings eine Nachladezeit, sodass du den Zeitpunkt für ihren Einsatz mit Bedacht wählen solltest. Drücke während der Nachladezeit Dreieck, um Energie aufzuladen und die Nachladezeit zu verkürzen. Okay. Dein letztes Gebet. Dich mach ich zu Staub. Schneller! Mit Steuerkreuz kannst du nach List und Laune bzw. Kampfsituationen zwischen dem Charakter deine Gruppe wechseln. Mit L2 und R2 kannst du deinen Gefährten aber auch befehlen, ihre Fertigkeiten einzusetzen, ohne sie ihnen zu wechseln müssen. Ah, okay. Ja. Guck mal, was wir da hier hatten getan. Okay, ich muss mich erstmal dran gewöhnen, ne? Also, ich spiele ja selten Spiele, wo ich mit mehreren Charakteren zugange bin, gleich. Cloud, dort drüben. Da scheint jemand etwas gegen Besucher zu haben. Eigentlich habe ich ja nichts dagegen, wenn es heiß hergeht. Aber mit diesen Lasern ist nicht zu spaßen. Ich nehme an, du weißt, was zu tun ist. Die Laser sind nach einem Muster programmiert. Wenn sie aussetzen, gehen wir durch. Ganz genau. Okay, ich gehe zuerst. Ich stehe einfach auf dem Nervenkitzel. Hey! Sieh mir mit deinen himmelblauen Augen ja gut zu. Außerhalb von Kämpfen kannst du sprinten. Halte das so R1 oder R2 gedrückt oder drücke einmalig. Ja, okay. Das drücke ich wahrscheinlich so. Okay, und jetzt das Ganze nochmal. Los geht's! Ein Klatsch, oder?
Au. Oh. Voll. Fängt ja schon wieder gut an mit uns hier. Bleib ganz ruhig. Junge. Nicht so hastig. Ja, verstehe ich. Warte mal. Also Heiltränke kriegt man ja relativ häufig, ne? Also, muss man ja wirklich sagen. Diese Maschinen sind Auslöscher. Wenn die dich erwischen, ist der Name Programm. Dann müssen wir ihnen einfach zuvorkommen. Erstmal lügen.